Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Ja, letzter Teil des Liga Let's Play in der Path of Exile Arch Nemesis Herausforderungsliga mit Gabriele Gruftbauer. Mal gucken, ob noch was anderes kommt, aber das ist hier jetzt eigentlich der letzte Teil, weil wir wollen jetzt nochmal in die Atlas gehen, so die ersten Schritte. Kenne ich ja auch noch gar nicht. Ist ja geändert worden mit dieser Liga, das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt zurechtkommen. Ich habe mir gedacht, wir machen nochmal ein klitzekleines bisschen was Besonderes. So, ich hatte ja letztes Mal gezeigt, wie wir den Char umgebaut haben, wie ich den jetzt am Anfang vom Atlas dann tatsächlich spielen will. Und ich habe mir gedacht, ich mache nochmal was. Und zwar habe ich ja immer gesagt, also man braucht am Anfang diese 5-Link-Rüstung, das ist echt ganz gut, die wir ja auch schon relativ früh gefunden haben, aber eine 6-Link brauchen wir nicht unbedingt. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach aufspießen erstmal wieder raus. So. Und dann werde ich auch die Juwelen hätte ich normalerweise in der Phase gar nicht. Ich will jetzt eigentlich nur mal zeigen, wie ich diesem Char doch vertraue. Das heißt, ich nehme jetzt auch tatsächlich jetzt erstmal diese Juwelen wieder raus. Das heißt, wir werden den Anfang komplett so bestreiten, wie ihr den, einer ist jetzt gestorben, genau, wie ihr den am Anfang eigentlich so jetzt am Anfang vom Atlas in der Regel relativ gut hinbekommt. Ich nehme auch die Juwelen raus, die wir letztes Mal reingesetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich die letztes Mal richtig gezeigt habe, die Juwelen. Ich glaube, ich habe sie gar nicht richtig gezeigt, oder? So, welche ihr da eigentlich braucht. Und deswegen zeige ich die nochmal. Dass die urzeitliche Harmonie, das urzeitliches Ansehen, Animastein, den hatte ich ja auch gezeigt, und urzeitliche Macht. Das sind die. Und ich nehme das wieder raus. Den Lehmformer hatte ich ja gezeigt, der kostet so gut wie nichts. Also den könnte man sich tatsächlich besorgen. So, und ich glaube, das ist jetzt so eine Konstellation, wo ich sagen würde, okay, Spiel, ich bin bereit. Ja, wir haben natürlich trotzdem die Widerstände, die sind relativ mau jetzt. Also da werden wir ein bisschen was auf die Mütze kriegen. Das ist so am Anfang vom Atlas. Da müsste man jetzt eigentlich gucken. Wir können das eigentlich mal ausprobieren. Wir gehen noch mal ganz kurz in Akt 9. So, und da schauen wir mal. Also ich bin jetzt eigentlich tatsächlich, bin ich ein bisschen scharf auf Ringe. So, Gegenstände, Ringe, Amulette, da bin ich ein bisschen scharf drauf. So, ich nehme mal den, das Amulett nehme ich mal mit. Wupp. Und wir gucken mal, hast du irgendwelche Ringe, 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 Ringe? Ne, hier kriege ich keine Ringe. Ringe kriege ich hier nicht. Irasha, glaube ich, verkauft aber auch keine Ringe, oder? Ne, Irasha verkauft auch keine Ringe. Ja, mehr sind hier nicht. So, dann gehe ich nochmal Akt 10. Gucken wir da nochmal. Ob wir da vielleicht noch ein schönes Amulett kriegen oder einen schönen Ring oder irgendwie was. So, das ist jetzt bloß mal ein Test. Nee, er verkauft ja keine. Lani, Gegenstände kaufen. Da haben wir zumindest einen Ring haben wir hier. Schönes Amulett haben wir da. So, was können uns noch was bringen? Der bringt uns nichts, weil der leider magisch ist. Der hilft uns nicht. Der kann leider weg. So. Der Mondstein bringt zu maximalem Energieschild. Nee, ich glaube nicht, dass uns das irgendwas bringt. Aber ich nehme ihn mal trotzdem mit. Man weiß ja nie. Ist ja immer ein bisschen Glücksspiel. So. Also das sind jetzt noch ein paar Amulette und Ringe und so ein Geschrunz, die wir da jetzt bekommen haben. Und jetzt werden wir doch einfach mal gucken. Also wir haben ja ein paar Essenzen, die werden wir jetzt einfach mal verbratzen. Fupp, fupp, fupp. Also ohne, dass das jetzt irgendwie einen Sinn hätte. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel Stärke, Geschick. Wir haben jetzt 19 Blitzwiderstand und da hält das natürlich nicht mit. So, hier sieht das genauso aus. Also das bringt uns nichts wahnsinnig viel Stärke drauf. Und da auch nicht. Hätte ja jetzt klappen können, dass da irgendwie Widerstände. Es gibt natürlich auch Essenzen, die ja Widerstände geben. Und vielleicht haben wir da sogar ein bisschen was gefunden. Ich habe jetzt sicher die Kiste. Das ist jetzt bloß mal so ein... Probieren wir einfach mal unser Glück-Ding gewesen. So, ich hau auch die jetzt hier einfach weg. Wir haben welche. Wir werden auch noch ein paar Items finden am Anfang vom Atlas, aber ich würde mal sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Das ist jetzt so eine Konstellation, wo ich klassisch mit einem Ligastarter im Atlas ankäme. Die Juwelen, die müsste ich mir ja erst ergrinden, bis ich die dann eben zusammen habe. Die 6-Link-Rüstung, meistens hat man ja, ja, ich sag jetzt mal 5, 6, 8 Chaos. Wenn man jetzt natürlich viele Herausforderungsbegegnungen gemacht hat, hat man vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich so eine ganz
klassische Konstellation. Der ich allerdings auch völlig blind vertraue. So, ich will eigentlich mal ganz kurz gucken, wie sieht denn eigentlich mein Fach aus? Also wir haben hier, genau, wir haben noch ein paar Chaos, Sphären der Alchemie haben wir auch noch. Wir haben auch ein paar Sphären der Läuterung. Also wie gesagt, ich könnte jetzt eben auch hergehen und könnte das eine oder andere wegnehmen, um da vielleicht nochmal bessere Widerstände drauf zu packen. Da Feuer- und Kältewiderstand wäre vielleicht ganz interessant. Wenn wir dann auf, wie sieht es denn da aus? Feuer müssten wir so lassen, also müssten wir Feuer und Kältewiderstand, müssten wir nur was nehmen, was irgendwie mehr hat. Dann sind wir hier nämlich auch schon wieder ein bisschen höher, dann sind wir da auch schon wieder fast an 70 dran. Und dann müsste ich nochmal gucken, ob ich da irgendwas habe. Kältewiderstand, das müssen wir natürlich so lassen. Da geht nichts mehr, da geht nichts mehr, da geht sowieso nichts. Blitzwiderstand, den müssen wir definitiv auch so lassen. So, da ist Kältewiderstand drauf, den müssen wir so lassen. Nee, ich könnte auch gar nicht so viel machen. Geht eigentlich nur da. Da könnten wir also den Kältewiderstand noch ein bisschen pushen. Genau, das wär's. Ich glaube, bis 16 ging das, ne? Aber das ist jetzt auch nicht so. 13 bis 16 wäre so die nächste Phase. Ah, ist egal. So, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Wir werden jetzt hier einfach mal ablegen und dann werden wir mal gucken, wo geht's denn überhaupt hin? Exile, wake up. So, wach auf. Wo bin ich denn? Ach, da! Ach nee, ach wie schön. Ist das? Ist ja eine kleine schicke Hütte. Helena! Hallo! Kriegsraum. Okay. Alles klar. So, da hinten scheint ja eine Anfertigungsoption zu sein. Sieht ja eigentlich ganz schick. Naja, gut, geht so. Ein bisschen was Grünes. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr Palmen und so. Ja, gewünscht. Für meinen letzten Aufenthaltsort hier. Aber naja. So, da haben wir dann. Oh. Oh, hier ist schon ein bisschen was los. Das ist Expeditionsbereich. So, da oben haben wir Lilly. I should have never come back here. That Kirak is a mighty convincing salesman. I spent so much of my life voyaging across the briny deep, looting and pillaging. Als Marineoffizierin, okay. Ah ja, wir gucken mal weiter. So, jetzt bin ich doch mal gespannt. Nein. Ganz schön, was los hier? Wo ist denn der Kriegsraum? Ah, mir scheint, er hat sich gut versteckt. Ah, das kann ich hier nicht. Ah, okay, alles klar. So, also muss ich wohl da rein. Oh, in so einer Höhle. Oh, Sprengstoffe. Oh, er hat Größeres vor. Hier hinten finden wir Nico. Nico ist da. Alle hier, ja? Alle da. Einer ist da drüben. Haben sie schön gestaltet alles. Da unten ist so ein kaputter alter Kartenapparat. Da ist ein Wegpunkt. Kirak ist da. Ja, mit dem quatschen wir gleich. Alva da drüben. Ich will eigentlich mal gucken, was er denn sonst noch so ist. Da ist eine Tür. Kiraks Schatzkammer. Passt. Achso, das muss ja was man sich kaufen muss. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, da kann man sich zusätzliche Belohnungen irgendwie erspielen, wenn ich das richtig im Hinterkopf noch habe. So, Alva. You've found yourself a hideout. Lass mich wissen, wenn ihr Plätze frei für mich habt. Ja gut, bist du da nicht schon? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. So. Kirak's my name. Commander of the Citizen Vanguard. We're the front line ensuring callous gods and bloodthirsty fiends never blindside us again. The Templars kept the true nature of the world hidden from the populace. But now, the rowers out of the sack. And we'll keep both eyes open. Or... the one eye open, in my case. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. We have a vital mission for you, Godslayer. Ah, okay. You're going to believe me until you see this. Göttermörderin. Take this map and put it in one of the map devices below. It will take you to a realm we call the Atlas. Once you see the world on the other side. Gut, wir kriegen da die Karte. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Wir haben jetzt ja schon ein paar Karten gefunden. Es geht ja darum, dass wir im Atlas Karten freispielen. Und
Bonusziele machen und. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich nehme jetzt die Belohnung noch nicht. Ich gucke mal, was wir denn schon haben. Wir haben ja ein bisschen was gefunden. Am besten nimmt man natürlich eine Karte, die man noch nicht gefunden hat. Also wir haben ja schon, oder ich habe jetzt schon gefunden, hier die Hochebene-Karte und die Palastkarte. Das sind dann die, die ich nicht nehme. So. Also die Hochebene nehmen wir nicht und die Palastkarte. Also die nehmen wir nicht und die Palastkarte nicht. Jetzt kann ich mir überlegen, die Schatzkammer oder unterirdischer See spielt eigentlich keine Rolle. Ich nehme also jetzt mal die Karte. Benutze eine der Karten im Kartenapparat. Alles klar, das machen wir. So, der eine ist hier kaputt. Also hier sind echt ganz viele alte, schrottige Kartenapparate. So, die nehmen wir. Die ist jetzt auch schon magisch. Das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir Kartenmodifikatoren. Das heißt, ich gucke mir jetzt einfach mal an. So, und ist von zwei zusätzlichen Abtunden Verbanden besiedelt. Da können ganz viele, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Da kann natürlich auch echt mal was Fieses sein, was euren Char quasi hinrichtet. Also reflektierter Schaden, wenn ihr den reflektierten Schaden nicht vertragt, bringt ihr euch auf solchen Karten zum Beispiel um. Wenn ihr immer verflucht seid zum Beispiel, dass da ein bestimmter Fluch drauf ist, das heißt, ihr nehmt besonders viel Schaden oder, auch dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann hilft zum Beispiel ein Fläschchen, das vielleicht die Flüche ein bisschen, naja, ich sag mal, ein bisschen leichter macht. All solche Geschichten nehmen, da muss man ein bisschen schauen. Es gibt ja auch welche, was weiß ich, wo man geringere Widerstände hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, meine Widerstände sind jetzt schon nicht so, wie sie gerne sein sollten. Und wenn ihr euch dann noch vorstellt, dann sind die auch nochmal ein bisschen runtergedrückt. Dann würde ich mich jetzt nur noch durchsterben. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, also muss man ein bisschen drauf achten. Die Karte lege ich jetzt rein. Jetzt gibt es bestimmte Ziele, die wir eben erfüllen können. So, ich soll ja die Karte wahrscheinlich einfach nur laufen, rate ich jetzt einfach mal. Kirax-Mission, Atlas, G. Hier kann ich eben bestimmte Sachen auswählen. So, du hast keinen für Atlas-Mission. Ich brauche Atlas-Missionen dafür und die findet ihr eben hier. Da könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich klicke da drauf und ich hätte jetzt bei den Weißen, da seht ihr, das Symbol ist weiß. Wenn das gelb ist, dann sind die gelben interessant. Wenn das Symbol rot ist, dann sind die roten interessant. Da braucht ihr eben Missionen, die sammelt ihr im Prinzip durch das Töten von Bossen, also durch das Erledigen der Karten mehr oder minder, sammelt ihr die. Und dann könnte ich die auswählen. Hier hätte ich zum Beispiel definitiv einer dann auf der Karte, wenn ich das auswählen würde. Hätte ich das, würde definitiv Alva erscheinen, das ist die mit den Tempeln, hier eben Sulfid und so weiter und so fort. Das kann ich da eben so ein bisschen auswählen. Dann kommt das noch zusätzlich mit drauf. Die können natürlich auch zufällig in der Karte erscheinen. Also es ist nicht so, dass sie nicht erscheinen, wenn ihr das nicht auswählt, aber die können. So, die erste werden wir definitiv jetzt einfach machen müssen, Unterirdischer See. So, die Karte ist jetzt magisch gewesen. Wenn wir jetzt auf dem Atlas Bonusziele abschließen wollen, dann hängt das ein bisschen von der Kartenstufe ab, was wir dafür machen müssen. Hätte ich die jetzt, ist eine weiße Karte, wenn ich die jetzt in weiß laufe, dann schließe ich die Karte ab und ich muss die Karte abschließen, dass ich sie überhaupt irgendwo finden kann. Jetzt gibt es aber noch die Bonusziele, die das Finden von Karten einfach ein bisschen erleichtern. Dafür muss ich die weißen Karten im Status magisch laufen. Das wäre jetzt hier der Fall. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich eine weiße Karte gehabt hätte, hätte ich jetzt eine Umwandlungssphäre draufgepackt, dann wird sie ja magisch und dann kann ich sie dann laufen. Bei den gelben Karten brauche ich ein Bonusziel, dafür muss ich sie mindestens selten haben. Das heißt, da muss eine Sphäre der Alchemie dann draufgeknallt werden. Und bei den roten Karten, die muss ich selten haben. Also ich muss eine Sphäre der Alchemie draufknallen. Und dann muss ich sie noch verderben. Das heißt, dann muss ich noch eine Wahlsphäre drauf machen. Das ist so ein bisschen, um die Bonusziele dann auch noch zu bekommen. Das gucken wir nachher uns nochmal an. Ich denke mal, dass wir den Atlas noch nicht großartig angezeigt bekommen. Genau. So, und dann schauen wir nochmal, was wir denn hier so finden. So, also sind eigentlich alle, ja, soweit am Start. Also ihr seht schon auch mit den jetzt eigentlich ganz schlechten Widerständen, kommen eigentlich ganz gut durch. So, darf man am Anfang nicht so hetzen, ne? Also wenn man super gute Widerstände hat. Ganz wichtig ist auch, ich finde ein Geschwindigkeitsfläschchen einfach. Da könnte ich jetzt auch, da könnte ich noch Magisches draus machen, da hätte ich noch irgendeinen Bonus dazu. Und ich, so ein Ding hier mit der Schemenform, dass ihr einfach durch die Gegner durchlaufen könnt. Für die Hexe kann das früher oder später tödlich werden, wenn ihr in den Gegnern drinnen stecken bleibt. So, ihr seht schon, jetzt kann ich hier rumlaufen und die können mir eigentlich alle nichts. Ich kann die alle schon mal schön verfluchen, ja. Und dann sehe ich einfach zu, dass ich wieder wegkomme. Wenn ich da natürlich drinnen stecken bleiben würde, dann würden die mich alle fertig machen.
So, ich heiz mal ein bisschen an. So, die Wahlskelette. Die werden jetzt auch wieder interessant, wenn wir das hier mit den Kartenbossen zu tun haben. Beim Labyrinth, also beim Lord des Labyrinths helfen einem die nicht. Ich hätte die auch tatsächlich im Kampf mit Kitava, habe ich die total vergessen. Kann aber passieren, ja. So, nochmal ein paar Skelette dazu. So, ihr seht schon, guck mal, jetzt haben wir hier auch gleich ein schönes Amulett gefunden. Könnte natürlich sein. Intelligenz, Stärke drauf, sonst aber nichts. Das heißt, wir werden über diesen Weg, werden wir jetzt als erstes mal gucken, dass wir natürlich noch ein bisschen Leben kriegen. Aber wir werden eben auch gucken, dass wir unsere Widerstände jetzt dringlichst, also die Elementarwiderstände, dringlichst auf 75 bekommen. So, wir versuchen jetzt natürlich wirklich die ganze Karte abzugrinden. Also Ziel ist es eigentlich, den Boss zu machen. So, aber das, durch das Grinden der Karten bekommen wir natürlich jetzt hier gerade am Anfang. Später kann man sich überlegen, ob man solche Karten bis zum Schluss grindet. Aber wir müssen weitere Karten finden nach Möglichkeit. Und die Bonusziele abschließen nach Möglichkeit. Also dafür brauchen wir die Karte aber theoretisch ja nur einmal laufen. Solange die Widerstände hier so mau sind, würde ich jetzt persönlich, deswegen mache ich es auch nicht, lasse ich die jetzt außen vor, ja? Also, weil das ist echt heikel. Und hier fängt es jetzt auch an, dass es echt weh tut, wenn ihr sterbt, weil wir doch ganz schön was verlieren auch. So, wenn wir nachher genug, was weiß ich, Sphären gefunden haben, um auch die Fassung anzupassen, die ganze miteinander zu verlinken, die Farben zu ändern. Dann sind natürlich auch solche Items wieder interessant. So, ich gucke uns die mal an. Da könnte man da drauf gucken. Auch da können ja schon super Widerstände drauf sein. Die werden jetzt nicht interessant, weil die eben grün sind. Hier habe ich eins, was zu allen Attributen geht. Ein ewiges Lebensfläschchen habe ich hier. So, da könnte natürlich jetzt auch Bewegungsgeschwindigkeit drauf sein und 20 und 20 bei irgendwelchen super Widerständen und vielleicht noch einen frei und ich könnte sogar noch einen drauf knallen. So, und dann wird sich das unter Umständen auch schon lohnen, den hier so ein bisschen zu ersetzen, wenn das eben drauf wäre, um zu gucken, ob ich über diesen Weg eben zum Beispiel meine Widerstände dann ein bisschen hochpushe. So, aber das ist bei dem da jetzt nicht der Fall und der ist auch, und die verkaufe ich nachher sowieso. So, nachher irgendwann, wenn die gut ausgerüstete Elementarwiderstände wieder gut, dann denke ich nämlich auf alle Fälle die Dinger auch mit. So, hier haben wir schon die Arena. Oh. So, und hier kann ich jetzt eben einfach mal die Wahlskelette zünden. Die ein bisschen anheizen. Skelette noch rein. Wir verfluchen sie noch. So, und die erste Runde ist auch gleich gewonnen. So, jetzt kommt Runde Nummer 2. Ma, wo ist sie? So, wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir erledigen natürlich auch Gegner. Je nach Boss mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Da ist sie. So, und dann haben wir die nämlich auch schon erledigt. Tada! Tück! Haben auch gleich eine Karte gefunden, eine neue. Haben hier einen Atlas-Fertigkeitspunkt. Das ist interessant. Das ist ja neu, Nickelnagel neu. So, hier starten wir. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, was will ich? Dass eine zusätzliche vom Kartenboss fallen gelassen wird. Ist natürlich super interessant zum Aufbauen. Auch hier scheinen wir Korrekturpunkte irgendwie zu finden. Zu bekommen. Was bringen uns eigentlich die? Vom Kartenboss. Das ist überall. Ja. Und da kann ich so ein bisschen gucken, in welche Richtung will ich. Will ich das über die Richtung Tresore gehen? Essenzen? So solche Sachen. Bestien. Das heißt, hier muss man sich überlegen, was man will. Man hat natürlich, ich sag mal, man bekommt, wenn ich das richtig verstanden habe, pro abgeschlossener Bonuszielkarte, glaube ich. Pro abgeschlossenem Bonusziel bekommt man hier einen Punkt. Das heißt, wir haben nachher irgendwie 100 Punkte, die wir irgendwie verteilen können. Dann muss man sich natürlich schon mal überlegen, wo will man eigentlich hingehen. Da muss ich tatsächlich noch mal gucken.
Da werde ich mir das eine oder andere dann tatsächlich nochmal angucken. So, und so arbeitet man sich wie durch den ganz normalen Fertigkeitsbaum hier auch durch. Und das sind dann Modifikatoren, die wir hier freischalten, die gelten für alle Karten auf dem Atlas. Aha. Sprecht mit Kommandant Kirak. So, wir werden aber trotzdem noch die restliche Karte machen. Ihr habt jetzt schon gesehen, also trotz der Elementarwiderstände komme ich hier jetzt eigentlich ganz gut durch. Ja? So, das ist jetzt eigentlich momentan so ein bisschen so die größte Schwäche. Das funktioniert aber nicht mit jedem Bild. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier habe ich jetzt das Glück, dass ich immer ein bisschen gucken kann. Also ich muss mich ein bisschen von den Gegnern natürlich auch fernhalten. Und ich habe jetzt hier eine Karte, die mache auch gar nicht so viel Elementarschaden. Kann ich eigentlich schon wieder. Nee, kann ich noch nicht. So, weil ich jetzt hier den Vorteil habe, dass natürlich die Golem alles machen. Aber ich muss jetzt die Karte weiterlaufen erstmal, weil ich natürlich hoffe, noch eine weitere Karte vielleicht zu finden. Weil das ist ein bisschen das Prinzip. So, wenn ich neue Karten finden will, dann finde ich nur, kann ich in so einem Atlas können nur verbunden, also neue Karten jetzt, von denen, die nicht abgeschlossen sind. Und darum geht es ja letztendlich. Kann ich nur verbundene Karten finden. Mal gucken, kann ich den Atlas schon sehen? Jawohl. So. Das heißt, verbundene Karten sind diese. Also ich könnte jetzt hier Obers verfluchter Schatz könnte ich hier zum Beispiel gut finden in der Karte. Die Basilika-Karte könnte ich hier finden. Und die Kalter Fluss-Karte, weil ich die noch nicht abgeschlossen habe. Wenn ich jetzt, ich sag mal, diese Karte laufe, die Strandkarte, dann könnte ich diese unterirdische Seekarte eigentlich nicht finden, weil sie nicht miteinander verbunden ist. Da ich sie aber schon abgeschlossen habe, das heißt, ich habe den Boss schon erledigt, deswegen kann ich die eben auch finden. So, mal gucken, geht dann da noch ein bisschen weiteres. Das sind die Bonusziele. Deswegen hatten wir sie in Blau, also in Magisch gelaufen, weil jeder abgeschlossene Bonusziel gewährt einen Atlas-Fertigkeitspunkt. Ah, guck mal, so ist es. Aha. Da wird es nachher noch weitere Punkte geben, die dann auch das Droppen von Karten, denke ich mal, erweitert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft jetzt im neuen Atlas. Deswegen, man nehme mir das bitte nicht übel. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es noch herausfinden. So, und ich denke mal, ich gehe mal davon aus, es werden auch viele Leute was in die Kommentare schreiben jetzt. Ja, also tobt euch ruhig aus. So, hatte ich schon erwähnt, dass wir jetzt kommenden Montag, 21 Uhr, live auf Twitch hier im Atlas weitermachen mit Gabriele Gruffbauer. Hatte ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht. So, also seid ihr herzlich eingeladen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut einfach mal vorbei. Können wir ein bisschen quatschen über Path of Exile, was ihr so für Erfahrungen, wie weit ihr seid. Könnten wir ja gerne Fragen beantworten noch. Falls dem einen oder anderen noch irgendwas auf der Seele brennt zu Gabriele Gruffbauer. So, wenn ich Tabulatortaste drücke, dann sehe ich hier auch, wie viele Monster hier noch über sind. Und wenn da null Monster steht, dann weiß ich, Karte ist leer, hier finde ich nichts mehr. Jetzt könnte ich hier noch ein paar Begegnungen machen. Ich könnte jetzt diese hier noch machen, aber ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil wir eben die Elementarwiderstände noch nicht auf 75 haben. Und ich will jetzt hier nicht sterben, weil dann würde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen schmerzhafter Erfahrungspunkte verlieren. So, wir gehen mal zurück mit dem Portal und wir haben hier die Kalter Flusskarte. So, ich habe für das Erledigen des Bosses habe ich nur sechsmal die Chance. Das heißt, es öffnen sich sechs Portale und jedes Mal, wenn ich in ein Portal reingehe, verschwindet das. Ja? So, genau. Kirak! Wo ist er? Ah, werde ich uns vielleicht ein bisschen, was es gibt, dort draußen. So, jetzt ist die Frage. Ich gehe mal davon aus. So, wir gehen jetzt einmal zurück ins Versteck. So, und da haben wir den Kartenapparat. Meiner ist so schön klein. Wenn wir im Kartenapparat oder wenn wir jetzt bauen. Ich werde das Klick jetzt hier mal auf Ändern. Man kann den dann irgendwann, kann man den Kartenapparat hier einfach reinlegen. Ich glaube, der ist nicht automatisch da drin. Wenn man das erste Mal spielt, muss man den tatsächlich suchen. Das findet ihr hier bei den Dekorationen. Und dann findet ihr hier auch den, ach, suchen hier unten, den Kartenapparat. So, dann finden wir den nämlich auch hier. Und dann zieht ihr den einfach rein. Der ist am Anfang ein bisschen größer. Es gibt manche, die haben unterschiedliche Optiken. Hängt ein bisschen von eurem Versteck ab. Wenn ich den jetzt zum Beispiel anklicke und dann mit dem Mausrad
drehe, dann kriege ich so die unterschiedlichen Sichtweisen. Das funktioniert für viele Dekorationen, dass die einfach verschiedene Aussehen haben. Da könnt ihr dann mal gucken. Hier, mir wäre das hier zu groß, deswegen nehme ich nur das Kleine. Ich muss sowieso mal gucken, da hat sich ja ein bisschen was geändert. Ich kann auch natürlich die ganzen Figuren, ich kann jetzt Lilly zum Beispiel hier neben Sana schieben, so, weil da ist eigentlich immer Sana gewesen, aber Sana ist ja nicht mehr da. Ist auch nur noch das Bild von Sana. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht irgendwann mal wegmache oder ob ich die irgendwo anders hinbaue. Ich weiß es noch nicht. Sana. So als Erinnerung, ja. Sana-Gedenk. Figur. So, jetzt haben wir die erste Karte abgeschlossen. Ich würde mal sagen, dann ist theoretisch die zweite Karte da. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal drauf gucke und ich drücke jetzt hier die Alt-Taste, dann kann ich zum Beispiel auch sehen, habe ich die Karte abgeschlossen, also den Boss erledigt, habe ich das Bonusziel abgeschlossen. So, habe ich ganz offensichtlich nicht. Könnt ihr jetzt eben auch nochmal identifizieren. Upp. So, Monster haben 20% Gift, aufspießen, bluten zu vermeiden. Aufspießen ist für uns natürlich blöd, dass sie es vermeiden können. Bluten ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Gift machen wir auch nicht. Also auch da werden die Gegner dann demnach ein bisschen sportlicher. So, also, nehmen wir mal das nächste. Kalter Fluss, habe ich noch nicht. Nächste Karte. Wollen wir doch mal sehen, wie wir dann hier durchkommen. So, ich würde die Karten tatsächlich, das machen wir jetzt auch gleich mit der nächsten Karte. Weil wir haben ja noch ein paar weiße Karten, die ich nicht abgeschlossen habe. Ist eigentlich ganz witzig. So, wir wollen ja jetzt schnellstmöglich im Atlas weiterkommen. Und das gucken wir uns gleich nochmal an. Ist aber auch kalt hier. Gabriele, war Gabriele gar nicht drauf vorbereitet. Hat noch so ganz, hat aber hoffentlich dicke Socken an. Oh, das nehmen wir auch mit. So, das ist aber eigentlich so ein bisschen so die schönste Phase im Spiel, weil man hier echt noch irgendwie alles brauchen kann. So, gut ist auch ein Lebensfläschchen, das sofortige Wiederherstellung bietet. Ja, oder 50% der wird sofort angewendet. Das sind gute Lebensfläschchen, die man jetzt auch gut brauchen kann. Gut, da muss man also diese Bonusziele abschließen für die Fertigkeitspunkte. So, übergangsweise könnte man auch, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt, das fällt mir gerade mal ein. Wir könnten natürlich auch, jetzt muss ich direkt mal gucken, wo sind denn die überhaupt? So, hier sind nämlich auch noch Widerstände. Die könnte man jetzt natürlich, man könnte jetzt über die Korrekturpunkte, könnte ich jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt diese drei hier wieder raus. Ja, und dann hole ich mir, warte mal, 1, 2, 3, 4. Und dann hole ich mir hier die Widerstände, die mir jetzt eben noch fehlen, um den Char jetzt an der Stelle einfach ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich dann die Items gefunden habe, dass das Problem nicht mehr da ist, dann nehme ich mit Korrekturpunkten die einfach wieder weg und dann sieht es auch gut aus. Ja, also, aber ich sehe jetzt hier für mich noch keine unbedingte Notwendigkeit. Wenn ich jetzt ständig irgendwie sterben würde, dann würde ich es natürlich machen. Wird schon dreimal gestorben werden in der Karte. So, dann würde ich mir denken, aua, aua. Oh, hier ist der Boss drin. Ah, der ist übrigens fies. So, dann machen wir einmal hier die Kollegen. Holen wir einmal. So, hier ist ein bisschen aua. Ja. So, ich habe übrigens alle fast, nee, nicht alle, aber viele meiner Zombies verloren. Stelle ich gerade mal fest. So, das war Nummer 1. Nächster Burn. Ich will nicht burn. So, ich sag nur Elementargeschichten. So, wir stecken natürlich auch hier mit der urzeitlichen Obhut ein bisschen was ein. Wo ist sie denn? Da. So, haben wir auch abgeschlossen. Haben wir schon 2 Punkte. So, da man Korrekturpunkte machen kann, wir haben natürlich, das ist überhaupt ganz interessant, ich denke mal, ups, geh mal weg da. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, nein. Nein doch,
So, ich könnte mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, einfach hier die Chance zu erhöhen, dass neue Karten fallen gelassen werden, so als Überlegung, die jetzt wirklich alle einfach erstmal mitzunehmen. So, und dann später mit den Korrekturpunkten wieder irgendwas rückgängig zu machen. Also wenn ich die dann habe, einfach damit ja habe ich eine bessere Chance, dass überhaupt neue Karten fallen gelassen werden, was ja gar nicht so schlecht ist, weil das ist eigentlich am Anfang so das Mieseste, neue Karten zu finden. Guck mal, hier haben wir eine schöne Haube. Können wir uns ja gerne mal mitnehmen. Die können wir uns mal mit angucken. So, ein göttliches Lebensfläschchen. Die finde ich schick. Die nehmen wir auch. So, ne, wir gehen noch, natürlich noch nicht zurück. Leute, wir müssen den Rest noch grinden hier. So, wir werden die natürlich jetzt noch ein bisschen pushen. So, man muss sie nicht immer bis auf null Gegner überhaupt räumen, ne? Also ich sag mal, wenn da noch, was weiß ich, 10 oder was 20 über sind, also dann hat man eigentlich so die ganze Karte, also je nach Lust und Laune. Schaut euch die Karten alle an, ja, Einsteiger, alles angucken. Sind echt schön gestaltet, zumindest am Anfang. Nachher wird es dann irgendwann vielleicht, wenn man dann Karte 10-mal gelaufen ist, wird es dann vielleicht nicht mehr ganz so interessant, aber kann dann noch coole Items noch finden. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man auch einen Chart, der so ein bisschen Grundgeschwindigkeit hat, finde ich. Weil, also wenn man jetzt so ganz langsam hier durchläuft, weil man so einen ganz langsamen Chart, der kommt zwar gut klar, da gibt es welche, die echt gut klarkommen, aber das Grinden wird dann ein bisschen zäh, wenn man die Karten dann irgendwann kennt, ja. Oh, guck einer an. Ja, fällt jetzt noch nicht so viel, was her. Das nehme ich auch mit. Mach ihn fertig da. Permafrost nehme ich noch nicht mit. Ah ja, es wird schon. So, das dürfte auch gar nicht mehr lange dauern. Also wir müssen jetzt ein paar Karten laufen, ein paar gute Items finden. Und dann kriegen wir das, denke ich, auch irgendwann mit den Widerständen ganz gut in den Griff. Also selbst wenn die jetzt noch ein bisschen schlechter wären, ja, hätte ich noch keine Skrupel gehabt. Also man kann das ja mal bei einer Karte ruhig mal antesten. Wenn man dann feststellt, oh, man kriegt da echt böse was auf die Mütze, dann sollte man natürlich zusehen. So, guck mal, ich hatte ja gesagt, ich will jetzt hier mir den holen, damit ich das letzte Juwel auch noch einsetzen kann. Was dann wieder bedeutet, noch ein Golem mehr. Und dann könnte ich eben tatsächlich auch einen Steingolem einfach mal mit hernehmen, um zu sagen, sowas weiß ich, habe ein bisschen gute Lebensregeneration. Da brauche ich mich in den meisten Fällen noch nicht mal großartig ums Leben kümmern, weil ich da eine ganz gute Lebensregeneration dann habe durch den Steingolem. So er denn nicht wegstirbt. Na, wie sieht's aus? Guck mal, 26 Monster. Kann man sich jetzt überlegen, aber ich mache die natürlich. Gerade am Anfang, also hinter jedem Monster kann sich natürlich auch eine erhabene Sphäre verbinden, verstecken. Oder aber ein richtig gutes. Wir könnten auch zum Beispiel das Mana-Fläschchen mal mitnehmen und mal gucken, ob wir da noch was Besseres draus machen können. Oh. Hallo, ist da noch jemand? Da ist noch jemand. Sehr gut. So, jetzt machen wir. Schließen wir gleich die nächste Karte ab. Doch, ich finde den Plan jetzt am Anfang erstmal ganz gut, intuitiv, das zu machen. Zur Not kann ich sie immer noch wieder rückgängig machen. Eingehandelt einen seltenen Gegenstand mit einem Essenzmodifikator. Tresore. Naja, gut, Tresore mache ich nicht unbedingt. Tresore. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin will. Das ist ganz gut, wenn man also Syndikat, da scheint so die Syndikatsrichtung zu sein oder was? Risse. Nee, kann so verschiedene Wege gehen. Kann auch einfach hier gerade durchgehen und von hier in eine andere Richtung gehen. Ja, muss ich mal gucken. Metamorphe sind ganz interessant. Hängt ein bisschen davon ab, was man gerne macht. Das ist am Anfang, ist das, behaupte ich jetzt mal, echt schwer, hier irgendwas zu nehmen.
Da gibt es bestimmt mittlerweile diverse Videos dazu. Vielleicht mache ich auch noch eins, mal gucken. Aber dafür muss ich jetzt erstmal ein bisschen weiter hier sein. So, wird jetzt tatsächlich dann, also auf alle Fälle erstmal den anwenden. Ob ich den da oben anwende, weil wir natürlich dadurch den Atlas schneller freilegen. Ob ich mir einfach alles, ich weiß noch nicht, wo ich die Korrekturpunkte herbekomme. Das wird man sich mal angucken müssen. Aber da ist mir jetzt ganz am Anfang tatsächlich so ein bisschen um das Freilegen des Atlas geht, werde ich mir jetzt einfach diese Punkte hier einfach erstmal alle holen. Und dann werde ich schon irgendwann rausfinden. So, wir wollen einmal zurück. Wir gehen einmal zurück. So, wir landen ja immer wieder in unserem Versteck in der Regel. So. Gegenstände verkaufen. Da muss ich demnächst auch mal ein bisschen aufräumen wieder. Den gucken wir uns einmal an. So, und dann sehen wir schon, ist nichts wirklich Brauchbares drauf für uns. Die Rüstung ist super, ja. Wäre toll. Ich muss natürlich irgendwas haben, wo ich auch diese Konstellation wieder hinbekomme. Das kriege ich da sowieso nicht. So, wie sieht das mit dem Fläschchen aus? Da, super. Sofortige Wiederherstellung. Das ist das, was ich jetzt hier in dem Bereich brauche. So, und ich hätte natürlich gerne noch einen. Den nehmen wir mal weg. Warte, aber das war der falsche, ne? Ja. So, und ich will da einfach nochmal. So, verringerte dauert an, gefüllt ist. Nee, das will ich nicht. Das ist so. So, und zwar nehme ich dafür den dann rein. Das zweite ist vielleicht nicht ganz so interessant. Stellt zusätzlich 19 Liter des Fläschchens über 10 Sekunden wieder, wenn es benutzt wird, während ihr nicht bei vollem Leben seid. Okay. So, das finde ich ganz interessant. Den lasse ich, glaube ich, einfach so. Gegen Unterkühlen. Unterkühlen finde ich nicht so interessant. Dann machen wir einfach mal so. 340. Ja, ist okay. So, das schmeiß ich jetzt einfach mal weg. Tschüss. Godslayer, good day. Nee, verkaufen will ich da gar nichts. So, jetzt wollen wir einfach mal gucken. Wir haben jetzt leider keine Atlaskarte gefunden. Das ist eben so ein bisschen der Haken, weil die fallen droppen natürlich auch zufällig. Jeder oder in der Regel kann natürlich jeder irgendwie eine Karte fallen lassen. Eine gute Chance, also gerade für höherstufige Karten, ist nachher, sind die Bosse tatsächlich, wenn man die Bosse eben erledigt. Wichtig ist eben auch das Bonusziel jetzt für diese Kartengeschichte. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe ja noch zwei Karten und so wie das aussieht, habe ich die beide noch nicht erledigt. Ich nehme jetzt mal diese Karte und ich nehme mal die Palastkarte. So, wie gesagt, wir müssen diese Karten magisch machen, um sie laufen zu können. Ich zeige jetzt einfach mal. So, ich würde jetzt hier hochheben, dann will ich gleich laufen. So, ich mache jetzt mal die Palastkarte und ihr seht schon, Gegenstandsmenge plus 10%, Gegenstand selten, 6%. So, und jetzt mache ich sie immer selten. Und dann seht ihr, Gegenstandsmenge plus 55%, Gegenstandsseltenheit plus 32%. Das heißt, hier haben wir viel mehr. Aber ich habe natürlich auch, die Karte wird auch schwerer, weil ich mehr Modifikatoren habe. Da muss man ein bisschen gucken, wie weit man mit seinem Bild ist. Schwerer ist natürlich jetzt schlecht wegen der Elementarwiderstände. Aber ich habe hier großes Vertrauen in die Hexe. Und deswegen laufe ich die auch so, weil wir natürlich viel mehr finden können. Bei der Karte ist das jetzt so. Normalerweise nicht, aber ich mache die wäre ja weiß gewesen. Das heißt, auch diese Karte will ich eigentlich tatsächlich dann selten laufen. Einfach damit ich mehr finde, mehr Gegner habe. Mehr Gegner heißt mehr XP. Mehr Gegner heißt mehr Chancen, eine neue Karte zu finden. Mehr Gegner heißt sowieso, weil wegen der Gegenstandsmenge auch, einfach mehr Gegenstände zu finden. Und. Deswegen machen wir das so. So, die laufen wir jetzt auch nochmal. In dieser Konstellation. So, wir können schon sehen, wir haben hier Kirak-Mission. Dann dürfte Kirak irgendwie auftauchen. Was auch immer da dann passiert, aber das gucke ich mir dann mal an. So, da ist es meistens so, ich gehe mal davon aus, dass wir bei Kirak auch Karten kaufen können. Da gucken wir gleich nochmal. Oh, das ist natürlich ein bisschen heikel, aber ich kann nicht anders. So, ich werde jetzt allerdings nicht so schnell durchlaufen, dass wir den Boss erledigen. Hier müsste man jetzt in diesem am besten auch noch den Boss erledigen. Das ist der beste Return, den wir kriegen können. Aber das lassen wir mal. Ich glaube, der ratzt uns dann weg. Weil die ja dann auch noch verstärkt sind in der Phase. So, Zombies sind eigentlich noch ganz gut. Ich kann eigentlich mal noch einen neuen machen. Wenn hier irgendwelche wären, irgendwelche Gegner. Hallo.
So. Und die haben wir auch alle schön verflucht, ja. Ist eine Wonne. Kann auch sein, dass ich das noch ein bisschen abändern werde. So, ich nehme jetzt einfach erstmal alles mit. Ne, das nehmen wir nicht mit. Da, seht ihr, haben wir gleich die nächste Karte gefunden. Das muss auch nicht immer sein, dass... Ah, es ist... Ah, seht ihr. So, der hat doch bestimmt extra Feuerschaden. Ja, alles klar. So, zum Kontrollpunkt. So, und jetzt habe ich hier auch gleich XP verloren. So, extra Feuerschaden. Und ihr wisst, defensiv, obwohl da war ich sogar noch ganz gut. Leider noch was gemacht, was nicht okay war. Aber das ist immer so ein bisschen so der Haken im Delirium. Einmal hin. Ich weiß nicht, man ist auch so mal ein bisschen genötigt, da ein bisschen schneller durchzugehen. Wer weiß, vielleicht hat mich auch irgendwas weggerissen. So, weil hier ist jetzt eigentlich ganz tief entspannt. So, noch ein Zombie dazu. Hup. Hup. Ah, da, die Biester, okay. Die machen natürlich auch echt viel Elementarschaden. Da kriege ich schon ein bisschen was auf die Mütze. So, mach mal weg. Da, noch eine Karte. Es läuft, Leute, es läuft. So, in der Phase ist es, wenn man dann mal stirbt. Man kriegt allerdings auch relativ schnell tatsächlich, also zumindest wenn man sie dann in selten läuft, kriegt man relativ schnell wieder die notwendigen Erfahrungspunkte. Das wird nachher aber echt zäh irgendwann, wenn man dann immer zu oft stirbt. Also man muss ein bisschen auf die Defensive auch achten, dass das eben nicht passiert, weil sonst wird das teilweise, kann das echt quälend werden. So Stufe 86, 87, 88, 89... ich weiß es selbst noch als Anfänger, also ich bin da echt mal fast verzweifelt mit der Stufe 90. Werde ich nie vergessen in diesem Spiel. Path of Exile, das werde ich dir nie vergessen. Wie sehr du mich damals da gequält hast. So, und einfach stärker machen reicht dann leider manchmal auch nicht. So, da haben wir noch welche übergelassen. Kann das sein? So, was ist denn hier noch? Guck mal, da ist noch eine schicke Truhe, die machen wir noch auf. Und da ist nichts, aber nichts drin. Gar nicht. So, was haben wir da? So, sieht aber gut aus. Da ist auch schon die Arena. Das lasse ich jetzt auch mal außen vor. Also das wäre jetzt so, wie die jetzt aufgebaut ist. Also wir müssen natürlich auch, wir brauchen ja noch einen höheren Rüstungsschutz, brauchen wir auf alle Fälle noch. Wir brauchen auch gerne mehr Leben. Also hier darf nachher irgendwann gerne mal, wir dürfen hier irgendwann gerne mal Richtung 5000 gehen. Also die braucht schon noch recht viel, ja. Aber man sieht, also sie läuft eigentlich ganz geschmeidig hier im Großen und Ganzen, läuft sie ja durch. Da unten habe ich bestimmt auch noch was vergessen, oder? Ne, 11 Monster noch, okay. Nicht mehr so viel vergessen. So, dann können wir ja mal gucken. Jetzt ist natürlich auch der Boss. Also diese Modifikatoren gelten natürlich dann für alles. So, und jetzt hau sie mal raus. Die Wahlskelette. So, manchmal habt ihr auch doppelte Bosse. Das kann echt manchmal heiß werden. Ja, dann das Ding mit den Flügen. So. Der ist auch gar nicht ohne hier, der Lump. So, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Und dann haben wir die Hochebene auch abgeschossen. Tatsächlich mache ich das jetzt so. Also macht es mir vielleicht am Anfang noch nicht nach. Ich weiß, denn er weiß nicht, was er tut. Ja, darf man am Ende nicht vergessen. So, und dann haben wir... Jetzt gehe ich hier mal wieder her. So, und ich weiß gar nicht, ob wir Kirak hier irgendwo stehen. Doch, da haben wir Kirak stehen. Gegenstände kaufen. Und der verkauft nämlich, falls man nicht mehr weiterkommt, verkauft auch er hier Karten... Kompass überträgt einen Gegenstand, okay. So, aber auch er verkauft eben hier Karten. Und wenn man drei gleiche Karten hat, da kann man die auch beim Händler seiner Wahl reintun. Und dann bekommt man eine zufällige Karte wieder raus. Also ist auch ein Händlerrezept.
Sollte man aber nur machen, wenn man wirklich Karten im Überfluss hat. Also wenn man jetzt schon 30, oder ja, 30 ist vielleicht ein bisschen doll, aber wenn man jetzt schon 12 Karten irgendwie im Atlas liegen hat und man findet einfach keine neue mehr, weil die neue Karte ist dann immer eine Stufe höher. So, das ist dann auch eine Chance, um im Atlas vielleicht einfach mal ein Stückchen weiterzukommen. Ja, oder wie gesagt, also ich könnte jetzt eben hier einfach gucken, ich kann auch hier die Alt-Taste drücken. Die habe ich noch nicht abgeschlossen. Ja, die habe ich aber liegen, so. Die habe ich natürlich noch nicht abgeschlossen, das wäre jetzt sogar schon Stufe 2. So, die haben wir schon. Die habe ich noch nicht abgeschlossen. Die habe ich abgeschlossen. Die habe ich noch nicht abgeschlossen. Das sind eben Sachen, über diesen Weg kann man dann eben tatsächlich hier rein schauen. Jedes Mal, also irgendwann habt ihr die dann alle aufgekauft und dann könnt ihr, wenn ihr dann in den Atlas geht und eine Kirak-Mission macht, dann werdet ihr Kirak im Atlas finden, für den sollt ihr irgendwas machen. Ich gehe mal davon aus, dass der Sana auch insoweit ersetzt, dass ihr, wenn ihr die Mission abgeschlossen habt, dann, oder ihr müsst sie, glaube ich, gar nicht mehr abschließen, ihr müsst nur die Karte öffnen, dann hat er ein neues Angebot. Also dann kriegt er neue Karten rein und dann kann man gucken, ob da vielleicht noch was Passendes dazwischen ist. So, liebe Freunde, das soll es jetzt auch gewesen sein für Gabriele Gruftbauer mit ihrer Aasgolem-Mannschaft hier im Liga-Let's Play. Vielleicht kommt noch ein weiteres Liga-Let's Play. Ich muss mal gucken. Ich muss mir das noch überlegen. Jetzt werde ich erst noch ein paar Tage Gabriele Gruftbauer spielen. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt am kommenden Montag, 21 Uhr, live auf Twitch, einfach vorbeizuschauen, wenn ihr mögt, wenn ihr Lust und Zeit habt. Wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr die Streams natürlich auch nachträglich angucken. Die Videos sind auf Twitch ja eine Weile. Bestehen die noch? Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Und ich sag mal, ich drücke euch die Daumen. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Es gibt bestimmt noch mal ein Video, was ich dran rumgebastelt habe an der Gabriele und wie gut sie dann läuft im weiteren Fortschritt des Atlas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.